Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es ist 20 Uhr und ihr seid auf Twitch. Ja, herzlich willkommen zum Live-Talk zum Thema Elder Scrolls Online Guild Summit und Patch Nummer 5. Mein Name ist Kiyoshi, ich bin Leiter der Gilde Gothic und auch Mitradiomoderator im MMORPG Radio. Schön, dass ihr euch hier alle zusammengefunden habt. Ich bin natürlich heute Abend auch nicht alleine. Bei mir sind auch noch ein paar andere sehr interessante Leute und die werden sich jetzt der Reihe nach auch nochmal vorstellen. Aber zuerst natürlich die Ladies und von daher fangen wir mal mit der Maggie von ESO Schatzsuche an. Hallo Maggie. Ja, Hallöchen, hier ist die Maggie, aka Shufu Gokash von ESO Schatzsuche und der Gilde Donnerkeil. Ja, und ich war auch mit in Amerika dabei und diskutiere dann gern mit den anderen mit über die tollen Themen, die wir da besprochen haben. Also scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Dann gebe ich mal weiter an Lejona. Einen schönen guten Abend an alle, die es geschafft haben. Und ich sage auch einfach mal Hallo an alle, die sich das noch später anhören werden. Ich bin Leona, Leiterin, Mitleiterin der Gilde Das Netz. Und vielleicht dem einen oder anderen Anwesenden durch meine mehr oder weniger qualifizierten Kommentare im offiziellen Forum bekannt. Und ich gebe ab zu Gavin. Ja, hallo, mein Name ist Garion Metatron. Ich bin der Gildengründer und Gildenleiter von Datrons Nexus der Kraft, mndk.de. Wir machen mehrere Spiele mit, aber Elder Scrolls Online ist im Moment so unsere aktuellste Niederlassung. Und ja, auf YouTube bin ich auch mit einigen Elder Scrolls Online-Videos, mit Tipps und Tricks und auch Let's Plays unterwegs, wenn er mich danach Garion Metatron sucht. Da habe ich auch schon um die 200 Videos oder so zu Elder Scrolls Online. Ja, wir haben auch noch einen weiteren Gast heute Abend, nämlich einen sehr bekannten, und zwar ist das der Kai Schober, aka Sterntaler. Er ist der Community Manager der deutschen Community und ja, Kai, einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend bzw. guten Nachmittag hier aus Baltimore. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass ihr euch den Fragen stellt. Ich hoffe, ich muss nicht zu häufig eingreifen und die Details dann erläutern. Aber natürlich stehe ich dafür zur Verfügung. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt mal so ein bisschen die Moderation hier an mich gerissen. Wer mich stoppen will, soll dies bitte tun. Ja, wir hatten gerade so ein bisschen überlegt, wie wir denn anfangen wollen. Und uns ist dann in den Sinn gekommen, dass wir vielleicht doch erstmal auch so ein bisschen von unserer Reise nach Amerika erzählen wollen. Das war für uns alle das erste Mal und für uns alle auch sehr aufregend sowie sehr schön. Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, Maggie, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du da irgendwie besondere Eindrücke von deiner Reise und von deinem Aufenthalt in Maryland bzw. in Baltimore, aka Hunt Valley, ja, gewinnen können? Also der Flug war schon mal ganz anstrengend, aber irgendwie auch sehr nett. Eigentlich besser als diese Kurzflüge. Und als ich dann angekommen war, ja, das Wetter natürlich sehr warm, besser als in Deutschland hier. Ich komme ja aus dem hohen Norden. Ja, und sonst, also das ESO-Hauptquartier hat mir auch sehr gut gefallen und die Leute sind auch alle super nett gewesen. Also ich habe da eigentlich nur Gutes zu berichten. Hat auch alles wunderbar geklappt. Wie war es denn bei euch? Ja, Leona. Ich fand es super klasse da drüben. Die ganzen Mitarbeiter, die wir kennengelernt haben bei ZeniMax, sind super nett gewesen. Nach Washington zu fahren mit Kai war wahnsinnig genial und ich fand es interessant, dass selbst unsere amerikanischen Kollegen von drüben da so teilweise etwas neidisch waren, weil sie selber noch nie in Washington waren und wir jetzt aus Deutschland darüber gekommen sind und dann einfach mal mit Kai dahin gefahren sind. Danke nochmal, großes Danke nochmal an Kai hierfür. Und ansonsten, ich fand's wirklich interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht da drüben. Ja, Garen, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich sag nur Eichhörnchen und Barbecue. Alles beide war interessant. Nicht gleichzeitig.
Aber ja, Washington ist halt, was bei uns die Tauben sind, sind in Washington Eichhörnchen. Das war halt sehr lustig, da die ganzen kleinen Viecher zu sehen. Und ja, ansonsten wirklich amerikanisch, Barbecue-Essen war sehr interessant. Und ja, vor allen Dingen, dass man mal alle ja, Abteilungen von so einem Spiel gesehen hat. Ja, also Development, Q&A und Musik und Arts und Technik und alles Mögliche. Das war halt wirklich mal eine Sache. So tiefgehend kommt man, glaube ich, nicht mehr an so eine Software oder an so ein Spiel ran. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich muss sagen, ich war auch... Ja, bitte? Du zuerst. Ich wollte auf eine Frage antworten. Gut, ich mache so schnell. Eigentlich wollte ich auch die Frage schon einbauen, aber das mache ich dann, glaube ich, lieber nach dir. Ich muss auch sagen, ich war sehr beeindruckt. Zum einen von der Reise an sich. Ich bin noch nie so lange geflogen. Es war sehr interessant, auch wenn der Rückflug ein bisschen einengend war. Sagen wir es mal so, ich hatte da einen Herrn neben mir sitzen, der sich ständig in meinem Fußraum breit gemacht hat. Aber ansonsten Eichhörnchen und Barbecue, da stimme ich voll zu. Das war schon sehr interessant und auch tatsächlich die einzelnen Abteilungen mal zu sehen, sich mit den Leuten hautnah zu unterhalten und ja, auch vielleicht mal neue Eindrücke von bestimmten Bereichen des Spiels zu gewinnen. Ja, ja, Leonard, du wolltest schon auf die erste Frage antworten, aber vorher wollte ich noch mal gerne sagen, ihr könnt gerne Fragen stellen, ihr könnt die im Twitch-Kanal, könnt ihr die hier posten, haut rein, haut in die Tasten, fragt uns aus, wir werden die Fragen versuchen ein bisschen zu ordnen und dann gegebenenfalls auch geordnet zu, ja, zu präsentieren. Leona. Ja, die Frage vom Mugir, ich glaube, es heißt Mugir, ist aufgekommen, ob wir Entzugserscheinungen aufgrund fehlender Vitamine haben. Und nein, also zumindest ich hatte keine. Wir haben bei Cenimax auch durchaus Salat bekommen und solche Sachen. Also das war überhaupt kein Problem. Im Hotel gab es morgens frisches Obst zu essen. Das war gar nicht das Problem. Was aber echt so ein bisschen eklig ist, ist, dass die Amerikaner scheinbar alles extrem chloren. Und im Badezimmer roch es permanent nach Chlor. Und das war ehrlich gesagt wirklich ein bisschen komisch. Ja, das war heftig, das stimmt. Oh ja, es roch selbst im Flugzeug nach Chlor. Das war schon echt krass. Aber ich muss sagen, ich hatte keinen Entzug durch, oder beziehungsweise keinen Vitaminentzug, sondern tatsächlich eher so das Gefühl, dass wenn ich nach Hause komme, brauche ich erstmal eine Insulinspritze. Ne? Hab schon gesagt, scherzhaft, wenn ich zu Hause bin, habe ich erstmal Diabetes. Weil dann da tatsächlich auch so Details aufgetaucht sind, wie dass die Amerikaner irgendwie Zucker in ihren Buns, also in ihren, Burgerbrötchen doch tatsächlich auch haben, in erhöhter Konzentration und so weiter. Also das war schon ein bisschen ungewohnt, aber ich muss auch sagen, es ist ein sehr interessantes Land, das ist schon sehr cool. Ja. Es kam noch eine Frage auf, die ich auch gern nochmal beantworten möchte im TS, weil sonst das diejenigen nicht erfahren, die jetzt nicht live dabei sind. Mugir fragte noch, ob in Washington auch Deutsche arbeiten oder ob wir Englisch mit den Entwicklern reden mussten. Und außer Kai spricht da niemand wirklich Deutsch, außer vielleicht Hallo oder so. Also das hält sich in Grenzen. Wir mussten also tatsächlich komplett in Englisch uns unterhalten, sowohl während der Präsentation natürlich, als auch in den Pausen und abends beim Abendessen. Das lief alles auf Englisch ab. Genau, wir hatten ja quasi nur uns, wenn man so will. Ja, hier kam noch eine Frage von Karasch770. Ähnelt das Cenimax-Hauptquartier der imperialen Stadt? Sonst irgendwelche TESO-bezogenen Bauwerke? Also das Hauptquartier sieht von außen auf jeden Fall überhaupt nicht aus wie ESO. Ich bin mal so... um nicht abwertend zu klingen. Neutral, ne? Ja, doch schon so 80er-Jahre-Style sagen. Aber innen ist es auf jeden Fall überall TESO. Also wenn man reinkommt, ist schon gleich das große Logo zu sehen. Und auch tief drin in dem Hauptquartier sind auch sehr viele Artworks an den Wänden. Fast jeder Entwickler hat zwei Bildschirme. Also und überall läuft natürlich ESO. Oder eben die Grafiker arbeiten da auch mit ihrer Art Tablet am Computer. Also das ist schon richtig gut gemacht. War ich richtig neidisch. Ich werde unserer Technik mal eben rasch einen Dropbox-Link zukommen lassen. Ich habe so 2-3 Bilder noch vom Cenimax Hauptgebäude auf meinem Handy. Können wir dir gleich einfach mal bei Twitch mal zeigen, wenn das in Ordnung geht. Eine Antwort auf Mugias Frage, ob wir Bilder online stellen werden. Diverse
Member hier sind, haben ihre Bilder auf ihren Facebook-Seiten online gestellt. Ansonsten haben wir auch, also ich habe meine Bilder alle bei mir in der Galerie meines Forums online gestellt, das netz.me. Wenn man da in die Galerie geht oder den Link anklickt, den Enayo da gepostet hat, dann könnt ihr die Bilder angucken, die ich gemacht habe. Ja, und wenn ihr es live sehen wollt, wie es da in der Gegend aussieht, kann ich gleich auch mal einen Link von meinem Video zeigen, wo ich da kurz mal auf Cenimax-Gebäude gehalten habe. Da kommt nachher noch ein Link. Ansonsten könnt ihr euch das Gebäude auch sehr schön, habe ich gesehen, im Internet angucken, bei Google Maps bzw. bei Google Street View. Man kann dort direkt vom Gebäude lang fahren und sich das einmal genau anschauen. Ja, aber ich würde sagen, vielleicht doch jetzt vom Thema Amerika weg zum eigentlichen Hauptthema. Wir hatten gerade festgelegt, dass wir uns als erstes mal so ein bisschen über das Thema Combat Responsiveness bzw. Combat Animation unterhalten wollen, sprich zu Deutsch, wie reagiert der Gegner auf einen Angriff zum Beispiel. Da gab es auch schon Fragen zu und ja, wollen wir doch mal schauen, was hatten wir denn? Ich glaube, Leona, du hattest da schon welche rausgesucht, oder? Oder war das Maggie? Ja, da hätten wir zum Beispiel einmal von Aliens Hive, wird es weiterhin so sein, dass Kampfreaktionen extrem verzögert oder gar nicht von der UI umgesetzt werden? Zum Beispiel Switchen der Leisten oder Schlucken von Tastatureingaben? Ja, also zu den Tastatureingaben, das können wir natürlich jetzt nicht beurteilen, aber was wir gesehen hatten, waren ja Bilder von den Kampfreaktionen, dass die jetzt schneller ausgeführt wirken, auch wenn der Schaden so eintritt wie momentan auch, wirken trotzdem die Animationen geschmeidiger bei den einzelnen Waffenarten. Genau, also auf jeden Fall, wir haben da einige Animationen gesehen von den neuen Waffen. Arten. Mir hat vor allen Dingen als Zauberer, ich spiele also als Magier, Zauberer und habe da den Feuerstab gesehen, habe den Heilstab gesehen und muss einfach sagen, die kurzen Zauber sind jetzt wirklich in einer Hand ausgeführt, die bewegen sich richtig schnell, die harten Zauber sehen stärker aus. Beim Heilzauber sieht man richtig, wie der Stab das Leben aus dem Gegner herauszieht. Und ja, auch bei den normalen Zweihandwaffen und Waffen mit Schild kam auch einiges rüber, dass man wirklich merkt, der Kampf wird agiler. Das ist schon eine ganz beeindruckende Demonstration gewesen, dass so ein bisschen Animation einem den Kampf näher bringt und besser aussehen lässt. Besonders aufgefallen ist mir dabei der Kampf mit dem Zweihandschwert, den fand ich sehr cool, denn dort wurde dann auch tatsächlich physikalisch schon wirklich vollkommen richtig gezeigt, wenn der Gegner getroffen wird, dann ruckelt es nicht mehr sehr seltsam, sondern der Gegner schwankt tatsächlich unter der Energie, die ihn trifft, und sollte der Schwung ihn nicht treffen, dann geht diese Energie ins Leere und das Schwert wird quasi mit der Energie, die vorhanden ist, quasi, ja, schneller geschwungen. Es sieht so aus, als wenn man da wirklich was verfehlt hätte. Also das muss ich sagen, Hut ab an die Entwickler, das sah sehr, sehr gut aus. Beziehungsweise wird sehr gut aussehen, sagen wir es so. Ansonsten wurde auch gesagt, dass das Thema Waffenwechsel sich verbessern wird. Da, die haben schon gesagt, dass sie wissen, dass es nicht so schnell passiert, also dass es dass das Waffenwechsel doch so ein Problem ist. Also wissen tun sie es, nur was sich da verändert, das konnte man jetzt nicht sehen an dem Tag, ne? Sie haben uns dann ein paar Tipps gegeben, wie man generell das Lag im PvP verbessern kann oder bei Kämpfen verbessern kann. Also, dass man die Partikeleffekte umstellt in der Einstellung, dass man vielleicht auch ein paar Add-ons mal versucht auszuschalten, dass man den Launcher schließt, dass man die Hardwarebeschleunigung vom Browser ein- oder ausschaltet, je nachdem, wie man den Browser gerade eingestellt hat, also den Internetbrowser, wenn man im Hintergrund laufen lässt. Also die haben uns ein paar Tipps gegeben, wie es alles flüssiger aussehen könnte und auch klappen kann. Aber zu dem Waffenwechsel an sich haben wir jetzt keine Änderungen gesehen, nur zu den Animationen und zu den, ja, dass es besser wirkt.
Jirarax hat gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, ohne Rollen zuverlässig Ausführungsfähigkeiten abzubrechen, weil Blocken wohl nicht immer geht. Blocken ist aktuell nicht dafür vorgesehen, weil man Blocken soll sich trotz allem flüssig anhören und es ist ja aktuell möglich, während dem Blocken zu casten. Die anwesenden Leute auf dem Guild Summit haben aber eigentlich einhellig gesagt, dass sie es besser finden, wenn man blockt, nichts anderes machen kann und auch nicht casten kann und das Blocken zuverlässig Fähigkeiten oder Casts abbricht. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da ein wenig Überraschung seitens Zenimax herrschte, dass wir das tatsächlich möchten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch jetzt tatsächlich umgesetzt wird. Ja, davon gehe ich auch aus. Also das Blocken war generell sowieso ein Thema, weil viele der Gildenleiter, die dort waren, und das waren auch viele amerikanische Gildenleiter, die auch sowas wie Tamriel Foundry machen und so, also diese Internetseite. Also da waren wirklich Leute bei, die haben eine richtig große Community auch im PvP hinter sich. Und die haben auch alle gesagt, dass mit dem Blocken bedarf auch noch so eine Überarbeitung, also so Dauerblock ist nicht so die Planung eigentlich, die wir uns vorstellen da in dem Ganzen. Also dass man gleichzeitig noch Fähigkeiten ausführen kann und dann wieder blockt und so weiter. Also generell haben die Leute, die dort diese Combat Responsive für zuständig sind, schon sehr gut zugehört, was die Gildenleiter da für Themen erwähnt haben und viel aufgeschrieben. Ich glaube, da wird sich einiges tun in der nächsten Zeit. Genau. Ich sehe hier gerade noch eine Frage zum Thema Kampfreaktion von 11:30. Die Angriffsgeschwindigkeit der zwei Schwerter wird, meine ich, also das wurde leider nicht genau gesagt, das wurde nur etwas zu den Animationen gezeigt, aber die Animation war, meine ich, langsamer, als dass es jetzt ist. Es ist bei den Stäben so, dass die schwere Attacke tatsächlich langsamer ausgeführt wird, aber das kann auch tatsächlich nur eine Animation sein, ich kann es leider nicht genau sagen, sah auf jeden Fall dementsprechend etwas realistischer aus. Also sie haben tatsächlich dann auch meinetwegen es so aussehen lassen, dass die leichte Attacke etwas schneller ausgeführt wird und die schwere dann etwas langsamer, aber wie sich das jetzt tatsächlich auf die DPS auswirkt, das kann ich leider nicht direkt beantworten. Oder habt ihr dazu noch irgendwie was? Also ich hatte ja gehört, dass die Entwickler gesagt haben, dass sich an den Schadenszahlen und dem eingehenden Schaden nichts ändert. Also sprich, es wird wirklich nur die Animation verändert, dass die eben entsprechend schwerfälliger wirkt, bei Zweihändern zum Beispiel, oder schneller bei Einhändern. Und ansonsten bleibt aber alles gleich. Also da wird sich dann nichts dran ändern, an der Angriffsgeschwindigkeit an sich. Ja, das ist richtig. Der Schaden über Zeit wird nicht verändert. Es sei denn, wir feilen an irgendwelchen besonderen Fähigkeiten. Ja, und Qualitätsmaßnahmen, Plan Zenimax, um das PvP-Spiel am Abend zu ermöglichen, fragt Siras88. Da wurden wir auch immer wieder hingewiesen. Also die Leute, die Community-Manager, also wie der Kai, die lesen wirklich extrem das Forum. Dass nicht jetzt jeder, der einmal schreibt, oh, ich bin rausgeflogen, dort gehört wird, ist natürlich normal, sage ich mal. Ja, aber wenn da wirklich mehrere schreiben, ich habe hier dreimal am Abend Lags und flieg raus, das kommt dann auch dort mal auf den Tisch. Also die Qualitätsmaßnahmen, die haben eine ganze QA-Abteilung. Wir sind jeden Tag dran vorbeigelaufen. Wieder 30, 40 Leute, sah es jedenfalls so aus. Probieren, was gerade Neues ins Spiel kommt und ausprobieren, dass da auch alles funktioniert. Also QA haben die, aber ob die jetzt immer mitbekommen, dass ihr aus dem Server rausfliegt, dass ihr Server-Crashes habt, und ihr habt ja, und dann haben wir noch den Unterschied, wir sind hier in Frankfurt und die Amerikaner sind ja auf einem anderen Server. Ich glaube, da müsst ihr so ein bisschen Feedback geben in der Richtung. Oder ein bisschen mehr Feedback noch. Da schreite ich auch mal gleich ein. Nein, das wird natürlich gehört. Und es stimmt,
dass wir nicht jedem antworten, der sagt, hey, ich bin vom Server geflogen, aber wir kriegen definitiv jeden Disconnect mit. Dafür gibt es eigene Protokolle, die die Server fahren. Und die werden unabhängig davon, ob der nun in Frankfurt steht oder in den USA steht, ausgewertet. Zu Lexas Frage, ob die Animationen von schweren und leichten Angriffen noch verbessert und abwechslungsreicher gestaltet werden. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben Animationen gesehen von den geänderten Skills. Da ging es jetzt nicht nur um schwere und leichte Angriffe. Aber zum einen sahen die schon deutlich besser aus als das, was wir aktuell haben. Zum anderen haben wir zum Beispiel auch die Skills vom Beidhändig gesehen. Und die machen ja schon relativ nette Sachen, dass sie ihre Waffe in der Hand drehen und dann anders zuschlagen. Und wir haben auch angemerkt, dass wir das gerne sowohl für Schild und Einhand hätten. Also dass man zum Beispiel mit dem Schild mal draufhaut, auch wenn man nur leichte Angriffe macht. Und dass wir auch gerne so ein bisschen mehr Abwechslung für den Zweihänder hatten. Also wurde weitergegeben und könnte dementsprechend auch durchaus kommen. Mhm. An sich sonst, was ich auch angemerkt habe vor Ort, dass ich spiele ja selber nur Magier und mit einer Stabskillung im Endeffekt, dass ich gerne für meinen Stab dementsprechend auch noch gerne weitere Animationen hätte. Wurde halt auch im Endeffekt angenommen, beziehungsweise sich notiert, und wollen wir mal schauen, was da vielleicht noch bei rüberkommt. Ja, wir bekommen noch ganz viele Fragen jetzt zu anderen Themen, die euch auf den Nägeln brennen. Da würde ich doch sagen, gehen wir doch einfach mal nach und nach durch. Würde ich doch einfach mal sagen, fangen wir doch mal vielleicht mit dem PvP an, was wir jetzt in unserer Liste hier haben. Ja, was haben wir denn da für Fragen zum PvP, Mr. Technik? Genau, die erste Frage kann man schon mal sehr gut beantworten. Qualitätsmaßnahmen im PvP-Spiel an sich würde ich jetzt erstmal folgendermaßen beantworten. Es gibt eine neue Grafikmethode, die uns vorgestellt wurde, und zwar ist das der Partikeleffekt. Der Partikeleffekt kann jetzt beeinflusst werden, das heißt, ich kann einen Radius festlegen, wann mir Partikel im Kampf, also sprich Zauber oder was weiß ich, Stabanimationen von mir aus, angezeigt werden. Das reduziert die Performance auf jeden Fall schon mal. Das heißt, das PvP dürfte dadurch auch einiges eventuell flüssiger laufen. Und ansonsten qualitätstechnisch habe ich mich mit dem Herrn Wheeler unterhalten, dem Brian Wheeler, noch beim Abendessen. Dieser plant zum Beispiel die Bogen etwas widerstandsfähiger noch zu machen. Genaue Zahlen mag ich da jetzt nicht nennen, weil das so ein bisschen, ja, also da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Aber fest steht, dass die Burgen tatsächlich wohl noch einiges mehr an Bedeutung erhalten sollen. Nicht, dass man eine Burg innerhalb von 9 Minuten mit so ein paar Leuten im Endeffekt einnehmen kann und dass diese Schnelligkeit doch vielleicht auch so ein bisschen, herausgenommen wird. Ja, was wir ansonsten natürlich sonst noch so gehört haben, ist ja die Kaiserstadt, die dann auch bald eingeführt wird. Auf jeden Fall nicht mit dem nächsten Update, aber es kann nicht mehr lange dauern. Und ja, zur Kaiserstadt haben wir auch einige interessante Sachen erfahren, dass wir zum Beispiel über ein Kanalisationssystem diese Kaiserstadt betreten können und uns da auch schon fröhlich abschlachten können. Und ja, wenn man dann in der Kaiserstadt selbst ist, kann man ja je nach Distrikt dann auch entscheiden, wo man genau hineingeht und was man da spielt, weil jedes Distrikt anders aufgebaut ist. Ja, und die Kaiserstadt wird ja auch ein Mix zwischen PvE und PvP, also ihr könnt dort ja auch ganz normale Quests machen und in die Kaiserstadt gehen, dann auch PvP dort machen. Und dadurch wird sich natürlich auch das PvP ein bisschen verändern und man wird sich dann ja auch da mal konzentrieren, die Stadt durchzuarbeiten, dort die 6 Distrikte, die dort in der Stadt sein werden, mit einem Marktdistrikt, einer Arena und so weiter. Die will man dann ja erobern, will dort im Markt auch craften können.
Und ich glaube schon, dass da auch einige PvP-Änderungen kommen werden, dadurch, dass viele dann auch in der Stadt sich aufhalten. Im nächsten Patch Update 5 kommen ja auch schon wieder eine PvP-Änderungen. Die wollen da im Feldlager einige Änderungen durchführen, dass man da sind andere Anforderungen bei den Feldlagern zum Beispiel, da wo man immer wiederbelebt wird. Und Beispiel gibt es auch so ein Anti-Tunneling, also viele Spieler kennen wohl irgendwelche Tricks, so durch die Landschaften sich zu bewegen, unregulär, und da haben sie auch viel dran geändert. Also da wird auch einiges wegfallen. Also die sind stetig dabei, da noch am PvP zu feilen sozusagen, das zu verbessern. Genau, da würde ich noch ganz gerne mit einhaken in die Sache, und zwar nochmal zum Thema Qualität. Dass die Server Lags und Crashes haben, ist den Entwicklern durchaus bekannt. Man arbeitet in die Richtung hin, man hat uns jetzt aber allerdings noch nicht genau gesagt, wie man das Problem lösen möchte bzw. vorhat. Es ist aber allerdings bekannt und man arbeitet dran. Also das versichern sie einem immer wieder, und ich glaube, das wird auch tatsächlich dann auf jeden Fall noch besser werden. Die Antwort auf Alien Shives Frage, ob die Partikelinformationen Client- oder Serverseitig sind, da ist in den Einstellungen in den Spieleinstellungen dafür einen Regler geben wird, gehe ich jetzt einfach mal, ohne mich mit Technik auszukennen, davon aus, dass sie clientseitig sind, weil du dir selber einstellen kannst, in welcher Entfernung du die Sachen einstellen willst. Und ich glaube, dass das mit meinem technischen nicht vorhandenen Wissen trotzdem möglich ist, mir zu sagen, dass das serverseitig dann ja nicht sein kann. Genau, hast du vollkommen recht. Ja, das ist dann clientseitig, und wie ich eben schon mal erwähnt habe, nochmal ganz kurz, also die Entwickler haben uns Tipps gegeben, wie ihr eure Last von eurem Rechner ein bisschen runternehmen könnt, vielleicht, dass das PvP wirklich flüssiger wird. Also macht, wenn ihr im PvP seid, immer den Launcher im Hintergrund aus. Vielleicht auch den Internet Explorer oder den Firefox. Ansonsten sind das halt so Maßnahmen, wo ihr halt noch ein bisschen Fähigkeit vom Rechner nutzt. Und da ist immer der Punkt, das kann manchmal nur 100 oder 120 oder 200 MB sein vom RAM, aber trotzdem macht das schon einiges aus. Das waren also auch noch so ein paar Tipps, die einem da helfen könnten. Genau. Irgendwas wollte ich jetzt so sagen, das ist mir leider gerade entfallen. Tut mir leid, verdammt. Hier ist gerade noch eine Frage zur Kaiserstadt von Nateris. Was hat es mit der Arena genau auf sich? Also das hatten wir gesehen, wurde uns auch kurz vorgestellt in so einem kleinen Video. Das ist quasi eine PvE-Arena in der PvP-Kaiserstadt. Also die Arena ist ja ein Distrikt von den Sechsen, wie ihr da auch auf dem Bild seht bei Twitch. Und da könnt ihr natürlich auch hineingehen mit Gruppenmitgliedern und dann diese PvE-Arena machen, wo dann Bosse auf euch warten. Und ja, uns wurden die ersten drei gezeigt, das war schon mal sehr interessant. Also könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Ja, und sonst kann man da natürlich auch noch Portale schließen, so ähnlich wie diese Dolmen, könnte man fast sagen, weil das so mehrere Wellen sind. Und hat da also noch genug zu tun mit Daedra und sonstigem. Das Schöne ist, man wird dort Leute auch unterbrechen können, man wird in diese Arena einschreiten können und andere Fraktionen dann an ihrem Sieg hindern können und dort auch so ein bisschen Spaß haben, sag ich mal, mit so Gemisch PvE, PvP, also das wird schon echt lustig werden, da wird es bestimmt einige sehr coole Momente geben, da freue ich mich persönlich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Okay, ich hatte da eigentlich vor der Arena eine Türe gesehen, dass die Leute nicht stören können. Man kommt rein, können, das aber wurde extra gesagt, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall war das ganz interessant, weil das war so wie die Drachenstern-Arena in Karkstein, nur dass man da halt jetzt wirklich eine Daedra hat als Ansagerin und dann halt alles so Daedra-Bosse und imperiale Bosse und sowas. Das war schon eine schöne neue Arena sozusagen. Generell ist die Kaiserstadt ja nicht nur diesen PvE-Bereich oben, sondern es ist auch noch eine Kanalisation drunter. Und durch die Kanalisation kommt er in die Kaiserstadt. Also jedes Reich kriegt seinen Eingang in diese Kaiserstadt. Und die Kanalisation ist wohl riesig. Es hieß, es sind auf jeden Fall 12 Bosse drin.
Und ja, dann kann man sich also durch die Kanalisation durchkämpfen, um in die Distrikte hineinzukommen. Und das wird also schon einiges an PvP, PvE-Inhalt werden dort. Zu Trelaus Frage, ob es im AVA noch neue Elemente geben wird, zum Beispiel ein Mammut als Ramme oder eine Schützenplattform. Momentan ist der Fokus vom PvP-Team wirklich auf der Kaiserstadt, dass die fertig wird und dass die gut wird. Und wenn die draußen ist, dann will sich Brian auf jeden Fall mit seinem Team wieder auf Cyrodiil konzentrieren und das AVA dort. Und was dann noch auf uns zukommt, das müssen wir erstmal noch abwarten. Da können wir euch leider auch jetzt noch nichts Genaueres zu sagen. Genau. Zum Thema Effekte regulieren können, da müsste man noch genau wissen, was jetzt damit gemeint ist. Wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich damit meint, dass man die Grafik an sich noch weiter erhöht. Dazu wurde jetzt weiter nichts gesagt. Es wurde lediglich partikeltechnisch gesagt, dass der Radius der Anzeige bzw. die Sichtweite von Partikeln im Kampf einzustellen ist. Aber jetzt nicht genau, inwiefern Grafik an sich erhöht werden kann. Zu Nathairis noch mal kurz, also keine PvP-Arena, ob es dann wenigstens die Möglichkeit gibt, mit Spielern aus der eigenen Allianz Duelle zu führen. Also das ist mit der Kaiserstadt auch nicht möglich. Das Erste, wo es dann möglich sein wird, ist wahrscheinlich das Justizsystem, wenn das eingefügt wird. Da könnt ihr dann, wenn ihr Outlaws entdeckt, also Banditen, sag ich mal, andere Spieler rauben irgendjemanden aus, dann könnt ihr den auch töten. Und so dann quasi eine Art Duell machen, aber was natürlich eigentlich auch nicht so gewünscht ist. Ob es dann später nochmal PvP-Arenen gibt, das ist dann noch die Frage, weil auch Jessica Folsom sagte uns auch, dass wir das zwar auf der Gamescom ja anspielen konnten, aber es darf natürlich nicht Cyrodiil an sich kaputt machen. Das bedeutet also, wenn das kommt, dann dauert das sowieso nochmal eine Weile. Also vor 2015 auf keinen Fall. Also wenn ihr jetzt ein Vollstrecker seid, dann nochmal kurz zum Justizsystem, dann können natürlich die Banditen angreifen, aber andersrum können auch die Banditen, wenn sie einen Vollstrecker sehen, den angreifen. Also von daher, es geht dann schon in beide Seiten, dass man sich ein bisschen streiten kann. Aber noch genaueres zum Justizsystem kommen wir vielleicht später zu. Genau, ich würde eigentlich sagen, vielleicht jetzt noch 2-3 Fragen zu PvP und dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, würde ich sagen, gehen wir doch einfach gleich über zum Justizsystem, falls jetzt nichts anderes von eurer Seite aus geplant ist. Also das Einzige, was ich als Termin zur Kaiserstadt gehört habe, ist im Prinzip, wie Maggie vorhin schon sagte, soon. Und ich hatte einmal gehört, dass es quasi die nächste Zone sein wird, die veröffentlicht wird. Ob es schon in Update 6 ist, weiß ich nicht, vielleicht 7, aber ich denke, später länger müssen wir wahrscheinlich nicht warten, aber das ist jetzt Spekulation von mir, weil ein Datum haben wir auch nicht genannt bekommen. Ja, ich habe jetzt noch 2-3 Fragen gefunden bezüglich mit Gruppenspielen, Gruppenzusammenspielen, Gruppenquests. Wollen wir nicht erst Justizsystem machen? Ach so. Würde ich vorschlagen. Obwohl die beiden warten schon so lange mit ihren Fragen. Ja, genau. Eigentlich schon. Theoretisch. Ich würde aber vorher sagen, dass einer von euch eventuell einmal kurz das Justizsystem kurz erläutert, was es genau damit auf sich hat, wie das Ganze technisch ablaufen wird. Ich weiß nicht, ich möchte das irgendjemand von euch unbedingt gerne machen, einfach hier schreien. Ja, gerne. Ja, dann Leone war zuerst dran. Ja. Also ich tue jetzt einfach mal so, als wüsstet ihr überhaupt nicht, was das Justizsystem ist. Im Justizsystem wird es 2 Fraktionen geben, denen man sich anschließen kann. Das sind einmal die Outlaws, also die Gesetzlosen, und zum anderen die Enforcer, also die Gesetzeshüter, die jeweils eine eigene Skillreihe entsprechend ihren Aufgaben bekommen werden. Und es wurde auch gesagt, dass das Justizsystem aktiviert werden muss. Also wenn man mitmachen will, dann muss man es einschalten. Im Prinzip geht es darum, dass diese beiden Fraktionen natürlich in gewisser Weise ein bisschen gegeneinander arbeiten und jeder hat so seine Sachen, um die er sich kümmern kann. Während die Gesetzlosen, die Outlaws, klauen, einbrechen und morden können
können die Enforcer, wenn sie als Enforcer gerade tätig sind, Jagd auf die Gesetzlosen machen. Und es gibt ein Kopfgeld auf die Outlaws und etwas, das im Englischen als Heat bezeichnet wird. Ich habe es bei mir in den Zusammenfassungen einfach mal als Aufmerksamkeit übersetzt, und zwar seitens der Wachen in den Städten. Und während dieses Heat immer wieder abnimmt, relativ schnell, wird das Kopfgeld permanent aufgebaut und wird dementsprechend immer teurer. Und wenn ihr etwas klaut, zum Beispiel wenn ihr in ein Haus einbrecht und etwas klaut und ihr werdet von einem Enforcer erwischt und der tötet euch im PvP, dann kann er das, was ihr geklaut habt, an sich nehmen. Das kann er zu einem Wachturm bringen, der außerhalb der Stadt ist, und kann dort dieses Gut, diese Ware, die er konfisziert hat, abgeben. Während ihr als Outlaw, wenn ihr nicht getötet worden wärt, diese Ware in einem unterirdischen Versteck abgeben könnt und so zu Geld machen könnt. Weil unter den Städten sind so Zufluchten und da können die Outlaws ihr Diebesgut umwandeln in Geld. Und da kommen die Enforcer auch nicht rein. Also da habt ihr ein bisschen Schutz vor den Wachen, die euch jagen werden. Ja, und jetzt könnt ihr gerne auch mal Fragen stellen. Vielleicht könntest du noch vorher eine Sache zu den gestohlenen Gegenständen noch erzählen, wie genau deren Verwendung aussehen wird und was für Vorteile man eventuell auch als Outlaw hat dadurch. Okay. Ja, wenn ich das richtig aufgefasst habe, dann kann man eben diese Ware ja normalerweise nicht verkaufen an einen normalen Händler, kann sie aber sehr wohl eben in diesen Zufluchtsstätten zu Geld machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Zutaten klaut, dann kann man die aber ganz normal verwerten. Also alle Handwerksmaterialien kann man ganz normal verwerten. Werden sogar vom System automatisch zuerst verwertet. Und die Produkte daraus sind dann auch ganz normal. Ihr könnt übrigens auch mächtige Gegenstände stehlen. Das wird auch möglich sein. Und diese dann zum Beispiel auch tragen. Müsst ihr halt nur aufpassen, wenn ihr dann erwischt werdet und die gestohlenen Gegenstände weg sind, dann habt ihr natürlich ein kleines Problem. Ja, was ganz interessant ist, was man als Verbrecher so alles machen kann. Hatte ich das gerade verpasst oder hattest du das noch nicht erklärt? An sich hat sie es kurz erläutert, aber wenn du möchtest, kannst du ja vielleicht auch mal ganz kurz noch was zu den Enforcern erzählen, wenn du gerade Lust hast. Erstmal würde ich kurz was zu den Banditen erzählen. Wenn ich kurz unterbreche. Bitte? Eine Sache, wo ich ein bisschen präzisieren möchte, ist, er hatte drei Sachen von Gesetzesbrüchen aufgeführt. Den Diebstahl, den Landfriedensbruch sozusagen, also das Eindringen, das unerlaubte Eindringen und den Mord. Beim Diebstahl finde ich, ist es wichtig zu erwähnen, dass es zwei verschiedene Arten von Diebstählen gibt. Nämlich einerseits aus Truhen, Gegenständen oder von Markttischen herunter. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, NPCs direkt zu bestehlen, also Taschendiebstähle zu begehen. Mhm. Genau, danke. Da muss man von hinten ranschleichen, das weiß ich noch. Und dann kann man denen was stehlen, irgendwas, genau. Genau, wem es quasi aus Skyrim bekannt ist, der wird es dort wiederfinden. Das macht richtig Spaß. Oh ja. Ja, ich sehe hier gerade so eine Frage. Oder mehrere, besser gesagt. Hier haben wir zum Beispiel von Trellor. Wird das Justizsystem zu einer Art Open-World-PvP werden? Ja, auf jeden Fall. Wenn man halt als Enforcer den Wappenrock anlegt, dann kann man nämlich die Banditen entdecken und dann auch töten. Das heißt, das sind automatisch auch sowohl PvE-Inhalte als auch PvP-Inhalte. Weil als Enforcer kann man zum Beispiel auch Banditenlager ausfindig machen und dort dann eindringen und auch so einen Banditenboss töten. Das ist also eher PvE-Inhalt, wo man dann auch Fallen entschärfen kann an Truhen. Ja, es wird Fallen geben. Und ansonsten natürlich die PvP-Inhalte andere Spieler töten. Sowohl die Gesetzeslosen, die Gesetzeshüter, als auch umgekehrt. Also, das macht schon Spaß. Genau, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus.
Jetzt ist hier die Frage danach von Trellor, ob man, wenn man Bürger wird bzw. bleibt, irgendwelche Vorteile davon hat. Ich kann mich jetzt leider nicht daran erinnern, dass man weder Vor- noch Nachteile davon hat. Ich meine, man ist außen vor, wenn das Ganze dann los ist. Das heißt, man, ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann trotzdem aus- bzw. angegriffen werden von einem Outlaw. Nee, kann man nicht. Oder? Nicht? Also man wird nur angegriffen, wenn man auch wirklich ein Vollstrecker, also ein Enforcer ist und den Wappenrock des Enforcers dann auch anzieht, dann ist man PvP gefleckt, vorher nicht. Genau. Und als Bandit wird man PvP gefleckt, wenn ein Enforcer oder eine Wache einen erwischt, wie man einen Diebstahl begeht. Also wenn man das einfach so macht oder wenn man einen Mord mitten im Wald begeht, dann dürfte nichts passieren. Ansonsten wird man PvP gefleckt, sobald das jemand mitbekommt. Mhm. Zum Thema, ob es für das Justizsystem auch Questreihen gibt, hat man uns jetzt leider nicht so direkt zugesagt. Das war ein bisschen schwammig. Aber wo ich es ja gerade in Klammern sehe, obwohl es nicht gemeint ist, ich sag mal so, zur dunklen Bruderschaft kam da nur ein Zeichen und ein Soon. Also, ne? Ich glaube, mehr muss ich da eigentlich nicht zu sagen. Ja, genau. Also auch auf der QuakeCon gab es da schon ein paar Bilder von Rüstungen von der dunklen Bruderschaft und so. Also da kann man nur sagen, es könnte theoretisch das Vorsystem für diese ganzen Gilden da sein. Richtig, das ist wichtig festzuhalten. Die dunkle Bruderschaft, die Diebesgilde kommen, aber sie kommen nicht, noch nicht zusammen mit dem Justizsystem, sondern erst im späteren Verlauf. Alien Jives Frage, ob man auch in Enforcer-Gruppen mehrere Outlaws jagen kann. Natürlich könnt ihr. Ihr könnt euch als Gilde, als Wächter, Wachen von, weiß ich nicht, irgendeiner Stadt eurer Wahl deklarieren und dort quasi patrouillieren und die Outlaws jagen. Das könnt ihr machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Genau, andersrum nein, genauso. Ihr seht, wir wissen nicht, wann es kommt. Genau, wir sagen einfach mal soon. Ja, also was kommt mit Update 5? Das wurde uns schon gesagt, also die Stadt der Asche, Veteranen, es kommt eine bessere Gruppensuche, es kommt Dungeon-Skalierung, es kommt Dwemer-Rüstungsstil, es kommen unerschrockenen Camps zur Wiederholbarkeit, es kommt alles Mögliche, aber nicht jetzt erstmal das Justizsystem, aber... Ja, was zuerst kommt, imperiale Stadt, Justizsystem, man weiß es nicht, aber so weit dürfte es auch nicht mehr weg sein, denke ich mir. Genau, hier soweit ich gehört habe, kommt Imperiale auf jeden Fall vorher. Ah, okay. Genau. Ja, noch vielleicht ein paar Sachen zum Justizsystem. Nateritz fragt ihr gerade, wie es ausschaut, wenn er als Gesetzloser einen Vollstrecker angreift. Ja, man kann dann sofort angegriffen werden, man hat aber allerdings als Gesetzloser dann dementsprechend den ersten Schuss, da man ja selber erst dann PvP geflaggt wird, wenn man eine Straftat begeht. Und diese besteht ja natürlich darin, diesen Enforcer, diesen ja, Gesetzesvollstrecker anzugreifen. Ja, die Frage von Himmelkuck verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Das Kopfgeld steigern, pushen und sich dann gezielt abschießen lassen. Also mir würde jetzt nicht einfallen, warum ich mich gezielt abschießen lasse, weil das Justizsystem hat ja nichts mit dem PvP zu tun. Also da, wenn es darum ging, um die Frage, ob man da irgendwie seine AVA-Punkte steigern kann, gegenseitig sich, das hat ja nichts miteinander zu tun. Von daher weiß ich nicht genau, was mit der Frage gemeint sein soll. Ja, also man kann es halt im Endeffekt gebrauchen dafür, um mal zu sehen, wie seine Skills so sind, wenn man der eine böse, der andere gut ist, aber im Endeffekt ist es nicht so, dass ihr da AVA-Punkte bekommt, sondern es geht eher darum, das Geld oder eher gesagt die Items zu bekommen, die der Dieb stiehlt, diese Items zurückzuholen, das Banditencamp auseinanderzunehmen und dort den Boss zu töten oder halt als Bandit viele gute Gegenstände zu bekommen. Und damit dann halt... Ach ja, und Skill-Linien gibt's auch, ne? Für Vollstrecker und Bandit. Da war doch genau. Genau. Jirajax fragte, ob es passend zum Justizsystem auch neue Rüstungssets gibt. Was wir gehört haben, ist auf jeden Fall gibt es den Tabard für die Enforcer. Und als Enforcer muss man diesen auch tragen, um als Enforcer tätig zu sein. Wenn man den nicht anhat, dann ist man auch kein Enforcer, damit man sich natürlich nicht einfach tarnen kann, so tun kann, als sei man normaler Bürger,
die Gesetzlosen beobachten und dann hinterrücks ermorden kannst. Und Forser muss man einfach auch dazu stehen, dass man ein Forser ist. Und genau. Umgekehrt habt ihr die Möglichkeit, damit die Möglichkeit zu sagen, heute interessieren mich die Verbrecher nicht, aber ich möchte nicht bei den Enforcern austreten. Einfach den Umhang ablegen und dann wird euch keiner mehr belästigen können. Kaladeklos hat gefragt, ob das Ausräumen von Truhen, Schränken etc. immer Diebstahl sein wird. Also, wenn du in einer belebten Stadt Leuten etwas wegnimmst, also klaust, dann klaust du. Wenn du irgendwo in der Pampa an einem verlassenen Ort eine Truhe öffnest oder einen Beutel öffnest, dann ist das natürlich kein Diebstahl. Das betrifft auch die Frage, wie man denn dann bitte noch an Zutaten kommen soll fürs Kochen und so. Alles, was offensichtlich niemandem gehört, oder andersrum, alles, was nicht offensichtlich jemandem gehört, gilt nicht als Diebstahl. Ich meine, es wird sogar direkt als Stil, also in roten Buchstaben, ist das so irgendwie, ich meine... Richtig, wenn man etwas öffnet, also das Öffnen eines Beutels ist noch nicht der Diebstahl. Nur wenn in Rot Clown angezeigt wird und man nimmt es, dann ist es der Diebstahl. Ihr seht also auch effektiv, selbst wenn ihr in der Stadt seid, ob das, was ihr gerade machen wollt, wirklich ein Diebstahl ist oder nicht. Und es kam auch die Frage auf, ob etwa, wenn man irgendwas Wertloses klaut, irgendeine Kleinigkeit klaut, ob man dann direkt angegriffen werden kann. Nein, es gibt ja dieses System des Kopfgeldes und des Hiebs. Wenn ihr einen Apfel klaut, dann ist das bei weitem nicht so schlimm, wie wenn ihr tatsächlich einen NPC umbringt. Dann steigt der Wert natürlich deutlich schneller. Wenn ihr mordet und mordend durch die Städte rennt, dann steigt euer Heat schneller, euer Kopfgeld schneller und ihr werdet schneller angegriffen. Wenn ihr nur irgendwie mal einen Apfel mitgehen lasst, dann werden sich die Wachen wahrscheinlich nicht mal besonders für euch interessieren. Den Taschendiebstahl fand ich übrigens auch ganz interessant im Justizsystem. Funktioniert auch in etwa so wie in Skyrim, dass ihr euch im Schleichen befinden müsst, hinter einen Gegner stellen oder ich sag mal einen NPC stellen und dann wird euch angezeigt, dass ihr diesen bestehlen könnt mit roter Schrift und habt, sag ich mal, eine Chance von 50%. Und müsst dann abwarten, bis der NPC einen Augenblick lang, wirklich so eine Sekunde lang, nicht aufpasst. In dem Moment erhöht sich die Chance auf 75% und dann müsst ihr zugreifen. Ansonsten ist eben die Chance dann wieder geringer und ihr habt eine höhere Chance, entdeckt zu werden. Ja, und ich habe natürlich auch nachgefragt, Aliens Hive fragte hier, ob auch wichtige NPCs getötet werden können. Also Königin Irene kann man weder bestehlen noch töten, beispielsweise. Das hätte ich gern versucht. Aber das geht nicht. Ob das jetzt auch Bankiere oder Questgeber betrifft, weiß ich jetzt natürlich nicht. Oder ob man nur Zivilisten töten kann. Also wir haben mal, soweit ich weiß, hatten wir mal aus Jux darüber geredet bei dem Treffen. Und dann hat man doch gesagt, wenn sich jetzt da so eine Diebeshorde auf den Weg macht und so eine Stadt ausräumt, da können die fast... alle NPCs töten, ne? Oder wie war das nochmal? Also das habe ich so in Erinnerung. Fast. Die wichtigsten werden nicht tötbar sein. Aber die meisten werden tötbar sein. Von daher, das ist schon fast richtig, ja. Aber die respawnen auch wieder, also keine Sorge. Genau. Wenn jemand euren Questgeber umhaut, dann ist er nach einiger Zeit dann auch wieder da. Also ich denke mal, das wird auch nicht lange dauern. Genau. Entschuldigung, wenn ich da eingreife... das Justizsystem bzw. das Morden im Justizsystem wird kein Griefing zulassen, soweit wir es verhindern können. Also wenn jemand unbedingt Questgeber umhauen möchte oder töten möchte, dann verschwinden die nur aus seiner Welt. Wenn ihr daneben steht, während er den tötet, bleibt der Questgeber für euch erhalten. Ihr könnt weiter mit dem reden, ihr könnt weiter eure Quests annehmen. Die NPCs reagieren auch anders auf euch, also unterschiedlich, je nach NPC. Es gibt ja NPCs, die sind eher mutig, die, wenn die sehen, dass ihr irgendwas Böses macht, dann werden die euch eher versuchen, vielleicht sogar anzugreifen. Wenn es eher feige NPCs sind und ihr versucht zum Beispiel bei denen einzubrechen, dann rennen sie weg und fliehen vor euch. Also das ist auch noch was, das ist dann auch nochmal unterschiedlich. Ob Banditen angreifen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das geht. Würde eher sagen nein. Also ich meine Würde nicht, ich auch nein sagen.
Also, Jirex hat auch noch eine interessante Frage gestellt. Wird man dann auch Leichen verstecken können? Nee, also das haben wir jetzt nicht gesehen. Wenn die NPCs getötet wurden, dann lagen die da. Da war nichts mit Verstecken. Wenn man da nicht erwischt wurde dabei, dann kriegt man halt keinen Ärger. Wenn man dabei erwischt wurde, dann geht halt ziemlich schnell das Kopfgeld hoch. Genau. Ja, soweit sehe ich eigentlich nur noch eine Frage und nach der würde ich ganz gerne dann noch einen Themenwechsel vorschlagen. Während ich jetzt nochmal versuche, diese Frage zu beantworten, so ein bisschen, können sich ja hier meine Mitstreiter schon mal im Chat auf ein Thema einigen. Ja, und zwar wäre die Frage, ob irgendwie Belohnungen ausstehen für das Justizsystem allgemein. Soweit wurde das noch nicht gesagt. Was es für Belohnungen gibt, haben wir gerade ja schon gesagt. Der Dieb kann im Endeffekt in Häuser einbrechen, Truhen öffnen und Dinge stehlen, beziehungsweise Leute mit beim Diebstahl beklauen, beim Taschendiebstahl, und kann dadurch dementsprechend bestimmte Gegenstände bekommen, die dann auch verwertbar sind, beziehungsweise verwendbar dann später sind. Ja, ich sehe hier gerade eine sehr große Mehrheit für das Champion-System. Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, haut mal Fragen zum Champion-System raus. Ist vielleicht auch ein Thema, was uns auch sehr, sag ich mal, mitgenommen hat. Wir waren sehr beeindruckt von dem Thema, von dem Champion-System, was uns dort präsentiert wurde. Das ist eine sehr schöne Alternative zu dem, was auch jetzt gerade leider auf den Servern ist. Ich bin nämlich selber persönlich ein großer Kritiker der Veteranen-Level. Es hat mir sehr persönlich viel an Spielspaß genommen und auch vielen anderen. Und ich denke mal, das, was wir jetzt im Folgenden dazu erzählen werden, wird hoffentlich so einigen doch vielleicht auch den Spielspaß wiederbringen und bei vielen anderen Spielspaß noch weiter erhöhen. Ja, also da könnt ihr euch jetzt alle glücklich schätzen, die gerade hier zuhören, dass ihr nicht wirklich alles mit anhören musstet. Es war nämlich sehr viel Zahlenwerk, es war nämlich sehr viel Information, wo man wirklich gesagt hat, hier muss man ja erstmal durchblicken, was da alles für Berechnungen stattfinden in so einem Spiel und für Aktionen stattfinden, bevor man überhaupt so ein Regelwerk, so ein Endgame-Regelwerk, ja, also was mache ich von Veteranenrang 1 bis 14 irgendwie komplett über den Haufen wirft und verändert. Das war schon sehr beeindruckend zu sehen, was da alles für nötig ist, und im Endeffekt läuft das über 4 oder 5 Steps, wurde uns dann nochmal erklärt, und mit Update 5 kommen wir jetzt, glaube ich, zum zweiten oder zum dritten Step, nämlich zur Abschaffung der Veteranenpunkte. Man kriegt ab jetzt Exp, wenn Update 5 rauskommt. Das ist ja erstmal die erste Information, die man dazu bekommen kann. Ich kann gerne schon mal auf die Frage vom Pupu eingehen. Und zwar fragt er oder sie, wie das ist mit dem Equip, wenn man dann quasi nur noch, also wenn die Veteranenränge abgeschafft werden, was mit dem aktuellen Veteranen-Equip ist. Dazu haben wir nur die Info bekommen, dass sie sich da natürlich was überlegen werden. Was das genau sein wird, kann ich jetzt nicht sagen dazu. Und da wurde gleich noch die Frage mitgestellt, ob es sich lohnt, Charaktere über Level 50 zu bringen und ob jemand, der schon Veteran 14 ist, Vorteile haben wird gegenüber jemandem, der erst Level 50 ist. Ja, natürlich bringt es etwas, jetzt weiter als 50 zu spielen, denn die Punkte, die du jetzt schon sammelst, werden bei der Umrechnung der Erfahrungspunkte in Champion-Punkte angerechnet. Es lohnt sich sogar, einen Veteranenrang 14 Charakter weiter zu spielen, da auch diese Punkte getrackt werden können und dementsprechend dann umgerechnet werden können. Wer jetzt noch keinen Charakter über 50 spielt, sammelt auch keine Punkte fürs Champion-System. Genau, die Erfahrung, die man sammelt, wird immer schon mitgetrackt, sodass Zenimax immer weiß, wie viel Exp habt ihr bis jetzt gesammelt, auch wenn ihr als Veteran unterwegs seid. Und danach werden die Champion-Punkte vergeben. Also wenn ihr mit Veteranenrang 14 noch ganz viel Monster getötet habt und weiter
noch irgendwo Quests findet und so weiter, sammelt ihr immer weiter Exp und bekommt dementsprechend auch so viele Champion-Punkte, wie ihr Exp gesammelt habt, sobald die Umstellung stattfindet. Genau, vielleicht noch eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt zum Champion-System allgemein. Das Champion-System, erstmal habt ihr mitbekommen, eure Werte werden um das Zehnfache erhöht. Das heißt, dass auch geringerprozentige Sachen, zum Beispiel 1%, sich insgesamt besser sichtbar machen wird. So wird es so sein, dass mit jedem Punkt, den man in das Champion-System zuerst investiert, werden die Werte mit den weiter investierten Punkten immer geringer. Das heißt, zuerst habe ich 5%, danach habe ich 4,9, 4,8 und so weiter. Das heißt, je mehr Punkte man rein investiert, desto mehr bekommt man zwar prozentual, aber das wird immer weniger runtergerechnet. Das hat den Vorteil, dass wenn Leute meinetwegen 700 Punkte in ein Sternbild investiert haben, haben sie meinetwegen eine Steigerung der Stärke oder des Zauberschadens von 7%. So. Das ist jetzt kein fixer Wert, das ist jetzt nur ein Beispielwert. So, wenn jetzt aber jemand meinetwegen nur die Hälfte investiert hat, wird er irgendwo meinetwegen vielleicht bei 5% sein. Das ist schon ein Unterschied, der nicht unbedingt groß ist, aber er ist signifikant da. Und das ist eigentlich schön eigentlich, weil dadurch Leute, die schon sehr viel investiert haben, denen wird es quasi angesehen. Während Leute, die noch nicht so viel in dieses Sternbild investiert haben, haben aber trotzdem dann dementsprechend auch einen gewissen Vorteil. Und das muss ich persönlich sagen, finde ich sehr schön, weil dadurch hat man die Möglichkeit, auch mit Leuten zu spielen, die eventuell noch nicht ganz so viel im Spiel drin waren und auch nicht ganz so exzessiv zusammenspielen. Ja. Das ist gerade noch eine Frage von Gilde Forth. Werden die Punkte, die wir zur VR-Zeit gesammelt haben, mit VR12 auch rückwirkend anerkannt? Also ja, die werden auf jeden Fall auch alle anerkannt. Auch wenn ihr Veteran 14 seid, das wird euch dann gegeben, die Champion-Punkte, die ihr bis dann quasi gesammelt habt. Was Gilde Forth meint, ist, glaube ich, dass diejenigen, die nach V12, bevor V14 eingeführt wurde, weitergespielt haben, damit nicht automatisch V14 waren, nur weil sie weitergespielt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob die Punkte, die ihr zwischen V12 und dem Release von V14 bekommen habt, der ja jetzt nicht angerechnet wurden, um V14 zu werden, ob die dann ins Champion-System mit einfließen. Soweit ich das weiß, sind das ja ganz andere Punkte. Also die Exp anders geprüft als jetzt die Veteranen-Exp, die man sammelt, also dass man Veteranen hochsteigt. Also so wie ich das verstanden hatte, wird auch diese Exp dann berücksichtigt. Genau. Weil das Thema war ja das auch, dass man wirklich sagen kann, okay, wenn ich jetzt als 50er rumlaufe und keinen Veteranenrang mehr bekomme, wie steht's denn dann mit den anderen Spielern, die schon Veteranenrang 14 waren, sind die viel weiter als ich? Muss ich die anderen zwei Reiche noch durchquesten und so weiter? Nein, das muss man halt erstmal nicht mehr. Man kann halt wirklich sagen, okay, ich gehe sofort nach Karkstein, ich level die anderen Gebiete nicht durch. Also mit Rang 50 hat man dann halt die Fähigkeit, die Ex zu sammeln für die Champion-Punkte. Und dann haben natürlich andere Spieler vielleicht schon durch die VR-14-Ränge vielleicht schon 60, 70 Champion-Punkte oder mehr, haben dann natürlich schon ein bisschen mehr gesteigert in diesen ganzen Sternbildern. Es gibt ja drei Sternbilder, Krieger, Dieb und Magierin, so wie ich das mitbekommen habe. Ich meine 9 sogar. Ja, waren es mehr? 9 Sternbilder, ja. Ah ja, genau, 9, genau. Und aber im Endeffekt sind es 3 Wege. Der Weg des Kriegers, der Weg des Diebes und der Weg des Magiers. Und man muss immer einen Punkt in ein Sternbild vergeben, so im Kreis herum, sodass man nicht alle Punkte nur in den Magier geben kann, sondern man gibt dann auch mal was beim Dieb, mal was beim Krieger ab. Und alle haben auch sinnvolle Punkte für einen Magier. Also nur weil Dieb da steht, heißt das nicht, dass nur Skills drin sind, die nur der Dieb gebrauchen kann. Genau, zum Beispiel finde ich den Atronarchen sehr schön als Beispiel, denn der Atronarch erhöht zum einen im Stern, also das wurde uns so ziemlich gezeigt jedenfalls und das wird wahrscheinlich auch noch nicht fix sein, die Mana-Regeneration, die Magika-Resistenz zum Beispiel
Und ich meine auch den Magicka Schaden irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall sind das alles Sachen, die eventuell vielleicht nicht immer zusammenhängen, aber zu diesem Sternbild passen. Das heißt, man kann diese Sternbilder sich so irgendwann ja zurecht bauen, dass sie zur ja gespielten Klasse einfach passen. Genau, und dann hat man halt den Vorteil, dadurch, dass man nicht so eine geradlinige Steigerung hat, also man gibt 10 Punkte und hat 10 pro Verbesserung, sondern man gibt 10 Punkte und einmal 1, 0,9, 0,8, 0,7, dass man, wenn man am Anfang anfängt, seine Champion-Punkte zu vergeben, auch noch mit denen, die vielleicht mal 20 Tage weiter sind, auch noch mithalten kann. Nur, wie gesagt, wenn man irgendwann 700 Punkte hat oder so, dann hat man natürlich schon einen Vorsprung zu einem, der gerade erst anfängt im System. Was dann aber noch dazu zählt, ist der Rang des Erleuchtet, oder nicht Rang, sondern das Enlightened sein, das Erleuchtet sein. Und das gibt einen Erholungsbooster. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Genau, ne? Richtig. Bedeutet also, ab dann, wenn ihr einen Rang 50er habt, bekommt ihr auch, wenn ihr mal nicht in der Ex sammeln geht, einen Erholungsschub und könnt dann auch im Champion-System sozusagen aufholen, indem ihr mit diesem Erholungsbonus levelt, Ex sammelt. Alien Scheif hat die Frage gestellt, ich glaube schon zweimal, was mit der Rüstung passiert und den ganzen Veteranensachen, also alles, was jetzt irgendwie mit V zusammenhängt. Ich habe die Frage auch gestellt und anhand der Frage konnte man eigentlich ganz gut sehen, dass es noch ein bisschen dauert, bis das Champion-System fertig ist, denn es war eigentlich die Antwort, sie werden das anpassen, aber wie haben sie noch nicht gesagt? Also sie sind sich der Tatsache bewusst, dass da was gemacht werden muss, aber sie haben sich noch nicht dazu geäußert, wie das im Detail aussehen wird. Es ist ja so, dass wir, Entschuldigung, ich unterbreche nochmal wieder. Es ist so, dass wir zu Anfang das Champion-System und das Veteranensystem quasi nebeneinander laufen lassen werden. Wir werden das Veteranensystem natürlich jetzt schon mit Update 5 dahingehend ändern, dass man keine Veteranenerfahrung mehr braucht, sondern normale Erfahrung sammeln kann, um aufzusteigen. Nichtsdestotrotz wird aber zu Beginn erstmal die Klassifizierung der Spieler und Monster bestehen bleiben. Man steigt weiterhin in den Veteranenrängen auf, selbst wenn man Champion-Punkte sammelt. Einfach um ein Gefühl zu haben, wie gut ist die Ausrüstung, die ich besitze, wie schwer ist der Gegner, dem ich gegenüberstehe, sei es nun ein feindlicher Spieler oder ein Monster. Und auf lange Sicht gucken wir dann mal, wie wir das entfernen können, das Veteranensystem. Aber erstmal bleiben beide Systeme im Spiel. An Shadowfighter, die Punkte werden abwechselnd vergeben, und zwar immer in der gleichen Reihenfolge. Es fängt an mit Krieger und dann, meine ich, kommt Dieb und Magier. Kann auch andersrum sein, kann auch Krieger, Magier, Dieb sein, aber es wird immer in diesem Rhythmus vergeben, und das ist auch zwingend und das ist extra. Ich habe auch gefragt, warum, und Maria sagte dann auch eben, damit das Ganze, damit die Leute auch sehen, dass in den anderen Sternbildern eben auch Sachen sind, die wichtig sind für ihren Spielstil, und damit sie das nicht komplett übersehen. Da geht es halt dann auch vor allem um Spieler, die vielleicht nicht so erfahren sind, dass die das auch machen können. Und ja, Schlitzack, Champion-Punkte werden zurücksetzbar sein und sie werden auch intelligent zurücksetzbar sein. Also ihr müsst nicht alle oder keinen zurücksetzen, sondern Maria sagte, dass man entweder einen zum Beispiel nur den Atronarchen oder nur die Lady zurücksetzen kann, dass man einzelne Sterne zurücksetzen kann. Wenn ich sie richtig verstanden habe, kann man sogar einzelne Punkte rausnehmen aus einem Stern und sie in einen anderen Stern reinsetzen. Oder man sagt, man tut den gesamten Krieger zurücksetzen. Oder man sagt, man setzt alles zurück. Genau, man hat uns aber allerdings auch gesagt, wenn man alles zurücksetzt, ich glaube, es war eine halbe Stunde, bis man alles komplett neu geskillt hat. Also nur das alleinige Klicken. Von daher, na, das heißt natürlich, wenn man sämtliche Punkte auf maximalem Level eben dementsprechend hat. Ich finde Nateritz, müsste er heißen, Frage noch interessant.
zwei Veteranen Rang 14 Charaktere. Ja, es ist also so, dass die in ein Pool landen, diese Veteranenpunkte oder diese Champion-Punkte, die Ex, die man sammelt. Und man dadurch, dass es zusammengesammelt wird, dann auch seinen anderen Chars diese Champion-Punkte vergeben kann. Also es wird account-weit gesammelt. Ich frage aber besser nochmal nach, das stimmt doch so, oder? Ja, das stimmt so. Du kannst mit jedem Charakter jenseits Stufe 50 Champion-Punkte sammeln. Wenn es dir dann gelungen ist, zwei Champion-Punkte zu sammeln, dann kannst du mit jedem Charakter, den du besitzt, auch die unter der Stufe 50, jeweils zwei Champion-Punkte ausgeben. Also, wenn ich alle meine 8 Charaktere besitze, dann kann ich insgesamt 16 Champion-Punkte, natürlich jeweils nur 2 pro Charakter, verteilen. Und das kann ich auch machen, wie ich lustig bin. Ich muss nicht alle auf den gleichen Pfad für die gleichen, für unterschiedliche Charaktere legen. Die genau. Frage von Jira Jax, die passt gerade so schön, dass, ob man, wenn man die in ein Sternbild zurücksetzt, ob man die Punkte dann wieder im Kreis verteilen muss. Also, du kannst nicht schummeln, nein. Maria hat gesagt, dass die Punkte gleichmäßig verteilt sein müssen. Also, wenn du einfach beschließt, du setzt deinen ganzen Magier zurück und dann packe ich sie einfach doch alle in den Krieger, das funktioniert nicht. Also es ist auch nicht so, dass du dann wieder im Kreis verteilst, sondern die Verteilung deiner Punkte muss gleich sein. Wenn du vor der Umverteilung 100, 100, 100 hattest, dann müssen danach auch wieder 100, 100 verteilt sein. Ja, wir können ja mal einen kleinen Schwenk machen zu einem neuen Thema. Ja, und vorher sonst gegebenenfalls auch am Ende nochmal weitere Fragen zum Champion-System beantworten, wenn doch noch was offen geblieben ist. Ja, oder würde ich vielleicht nochmal ganz kurz die Frage beantworten wollen, wie lange wir heute machen. Also ich würde jetzt mal sagen, voraussichtlich noch eine Stunde. Also wir haben alle Zeit auf jeden Fall. Wir werden versuchen, eure Fragen so gut es geht zu beantworten. Nur erfahrungsweise weiß ich, dass nach ungefähr 2 Stunden man dann doch auch ein bisschen geistig durch ist. An der Stelle weise ich vielleicht auch schon mal darauf hin, am Dienstag nächste Woche, und zwar ist das der 14.10., werden wir im MMORPG-Radio noch einmal eine Radiosendung machen, wir 4 zusammen, wir 4 Gildenleiter im Endeffekt, und werden dort nochmal einige Themen diskutieren. Ich werde den Link auch nochmal gleich im Chat nochmal preisgeben und am Ende der Sendung auch nochmal. Da habt ihr dann die Möglichkeit, uns auch nochmal Fragen zu stellen. Das Ganze wird dann mit Musik sein, mit einem Gilden-Event, mit allianzübergreifenden Event auf einer Gastkampagne. Wird dann alles im Radio bzw. auf unserer Homepage dann noch einmal bekannt gegeben, und ich hoffe, dass ihr zahlreich erscheint. Ja, von daher entschuldige ich mich noch schon mal für diese kurze Intervention, und Maggie, Entschuldigung, du hast das Wort wieder. Ja, ich überlege gerade, da hier von einer Pause die Rede war, ob wir sonst einen kleinen Zwischenschub einschieben wollen, bevor wir mit dem nächsten großen Thema Gruppenspiel beginnen und ihr euch dazu ja schon mal Fragen überlegen könntet. Gut, genau. Okay. Wir haben noch Handwerk und Sammlungen vor uns, Gruppenspiel vor uns und Dungeons und so weiter vor uns. Also sind noch ein paar Themen da, die interessant sein könnten. Ich würde auch vorschlagen, dass wir mal 5 Minuten Pause machen, uns dann auch nochmal kurz vorstellen für die neu dabei sind. Ja, dann kommt einfach 15:45 nochmal rein und dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema Gruppenspiel. Genau. Da hat Leona dann noch einiges für euch bereit. Von daher würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich.